Moin Moin liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper, Davo, Hi, Banwa, Hallo und mir, dem Enno. Wir warten jetzt übrigens, bis es zukommt. Nein, das tun wir nicht. Machen wir jetzt einen auf GTA. Jetzt ist die Frage, müssen wir links oder rechts die Schienen entlang? Ich würde sagen, schräg links den Berg runter, wenn der Pickup das schafft. Das ist ein Geländewagen, außer haben wir hier einen guten Fahrer. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ah, ich sehe schon die Straße, wo wir hin müssen. Ja, auch schon die Base, wo wir hin müssen, das wird ungemütlich. Und nein, nicht das gerade vor uns, glaube ich. Oh mein Gott. Ich sag ja, der Wagen kann das. Jetzt nach rechts. Der Typ, der in dem Auto war, denkt sich auch nur so, Amerikaner. Hier das Ding? Ja. Dann parken wir mal, ne? Okay. Das ist nur kurz vom Granatenwerfer umschalten auf normales Sturmgewehr. Ich hab meine Tür klemmt. Was ist unser Einsatzbefehl, Commander? Information. Achtung, in dem Haus direkt bei uns befinden sich Personen. Theoretisch befindet sich auch hinter den Gebäuden ein Lieutenant, den wir verhören könnten. Genauso wie sich jetzt auf der Straße von links einer nähert, den wir anhalten können. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Entschuldigung, ich konnte gerade nicht den Einsatzbefehl zuhören, weil hier Tangos waren. Von links nähert sich ein Auto, das wir anhalten könnten. Mhm. Okay. Hat das gut funktioniert? Nee, ich hatte es gerade noch versucht, ein Auto hinzustellen. Ja, ist nicht so wichtig. Aber wir haben gegenüber zwischen den Gebäuden haben wir einen Lieutenant, den wir verhören wollen. Den vielleicht nicht töten. Noch weitere Tangos? Ja, direkt vor mir ist einer. Okay, die Straße ist natürlich ein kritisches Moment. Geh links zu den Lastern. Neben der 1 in schwarz gekleidet ist der Lieutenant. Okay. Ich bräuchte mal ganz kurz vor dem Gebäude. Ist da irgendwie einer? C5 gesichtet. Ja, ich bin an der Tankstelle. Auf der rechten Seite, wenn du vor das, auf das, die Tankstelle guckst, ist so ein Steingebäude, so ein rotes. Kleines. Ist da ein Gegner? Ja. Da ist ein Gegner. Der hatte mich gerade nämlich irgendwie. Die 2 schießt. Achtung, die 4. Ich weiß nicht warum. Erledigt. Vorsicht, Reaper, bei dir ist noch einer links. Ne, den hast du schon. Unter dem Alarm direkt steht noch einer, der gefährlich ist. Und daneben ist noch einer. Hier flüchtet jemand im LKW. Das ist bestimmt der Lieutenant. Den irgendwie auffallen. Wenn's geht. Ich konnte ich muss ihn mit dem Fahrzeug verfolgen. Die Hinterreifen. Wenn er weg ist, ist er weg. Wir haben noch andere Informationen, die wir haben müssen. Nein, er ist stehen geblieben. Er hat sich ergeben. Okay, verhören. Okay, gehst du hin? Ich einer von uns ist schon. Ja, befinde mich beim Lieutenant. Ich helfe Reaper. Okay, ich mache eine Verhörung. Okay, was willst du? Ey, Alter, ich stehe genau auf der Straße und der fährt mich einfach mal Haufen. Was soll denn die Scheiße hier? Ein Kartellheli muss zu den Rebellen geflogen werden. Okay, ich habe Informationen von dem Lieutenant bekommen. Sehr gut. Nähere mich jetzt wieder eurer Position. In der Tankstelle selbst müssen Informationen für uns hinterlegt sein. Wir schauen mal nach. Ja, hier liegt was. Ich habe Hinweise darauf, dass das Kartell Perico ein Haus in einem Dorf namens Todos Santos gebaut hat. Mal sehen, ob er da ist. Hier befinden sich noch Medizinvorräte. Wir lassen die Rebellen wissen, dass sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken.
Also dieses Gebiet ist echt schlecht von der Infrastruktur her. So schlimm? Ja, wir haben hier einen Helikopter, den wir nutzen können. Ja, positiv auf dem Dach sehen. Na dann, lasst mich mal ran. Ach, das? Nee. Ich flieg das Ding. Genau hinter uns. Wobei ein bisschen weiter nach rechts. Da müsste so eine Bergspitze sein, eventuell. Ja, positiv. Okay. Sei aber vorsichtig, ich habe gehört, wir befinden uns in einem von Uni dann kontrollierten Gebiet, welches dafür bekannt ist, dass die Raketenabwehrstellungen rumstehen. MAVS? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja, möglich. Hier müsste irgendwo ein Stützpunkt zwischen den Bergen sein. Benvenidos, und? Todos. Iglesia. Ja, theoretisch ist er das. Interessant, diese Markierung im Berg. Wobei, warte, nee, das ist er nicht. Der ist jetzt links von uns. Da so auf unserer Höhe jetzt, ich sehe ihn, den ja. Säulen. Ja. Dann möchte ich bitte gerne oben auf dem links abgesetzt werden. Auf dem Kran. Setze Drohne ein. Auf dem Kran, gefotzt. Kannst du werden. Einfach kurz runter, damit ich abspringen kann und dann einfach weiterfliegen. Okay, ich bereite mich schon mal auf Frakturen der Beinknochen vor. Was ist das? Nee, noch ein Stück nach links. Aber manchmal. Ja, passt. Stopp, ein Stück wieder zurück. Jo, stehe, danke. Kein Problem. So, wo wollen wir raus? Ich würde auch hier auf dieser Bergspitze. Bisschen, falls da eine Landemöglichkeit ist. Schräg auf dem Berg. Wo du landen kannst. Ja, man kann überall landen. Ja, aber ohne dass der Heli runterrutscht am besten. Ja, ich glaube, hier ist gut. Man kann generell da unten drauf landen in den Mausoleen, weil da sind keine Feinde, wenn ich es so sehe. Doch, ein Feind sehe ich. Okay, dann lass uns mal setzen hier. Ich meine auch, da welche gesehen zu haben. Okay. Ich habe jetzt halt gerade nur Zivilisten gesehen. Zweiten sehe ich. Benötige Informationen, wo wir den Einstieg in das Gelände machen können? Ich denke, von rechts her ist am besten. Da, wo der Helikopter ungefähr steht. Okay, positiv. Na, ihr kleinen Ameisen. Okay, von hier haben wir einen guten Blick auf das Gelände. Ja, genau da, wo der Helikopter ist, ist der beste Einstieg. Da ist auch nur ein Feind zur Zeit. Ich könnte ihn ausschalten. Ja, kannst ausschalten, da ist niemand. Er ist tot. LOL, ist der gut geflogen. Er liegt genau hinter Kisten. Perfekt. Wir haben einen Lieutenant, der sich zwischen den Zivilisten tarnt. Der hat die gleiche Kleidung an. Er befindet sich auf dem Plateau. Da kann ich nichts einsehen. Was ist unser Auftrag hier? Weitere Daten sammeln. Okay. Aber der Lieutenant ist natürlich auch gut zum Verhören. Der Alles befindet sich auf dem Plateau, schwarz gekleidet und schaut Richtung... Hat er ein Telefon in der Hand? Nicht mehr. Nicht mehr? Er hat es fallen gelassen, ja. Ja. Okay, bestätige, dann haben wir die Sicht. Bestätige ich auch. Ich könnte hier einen Einstieg machen, dort wo die Säule, rechteste Säule ist. Was ist mit der markierten 2? 2 kann ausgeschaltet werden. Welche Säule meinst du, Banu? Wenn wir den Bogen gehen, die an der rechten Seite. Die ganze Säule. Oh, bei ja. Unserem Lieutenant, wo das brennende Fass am Boden der Säule ist. Ja. Wenn das geht, dann ja. Okay. Aber sei vorsichtig.
Und passt mit der 1 auf, die ist sehr schwer bewaffnet. Kann ich von hier oben leider nicht einsehen. Also negativ. Kann sich Kontakt. Ich kann die 1 einsehen und ich theoretisch erledigen. Wenn du sie erledigst, dann könnte es sein, dass der Lieutenant flieht. Wenn okay. du nah genug an ihm dran bist, dann kannst du eins ausschalten. Der Lieutenant verändert seine Position. Jetzt nicht mehr vor dem Mausoleum. So, Einstieg ist erfolgreich. Ich finde mich jetzt unten. Fast beim Lieutenant. Ich brauche jetzt eine Information über die Sichtbarkeit der 1. Negativ. Befindet sich in einer Gruppe von 3 Leuten. Ich habe die 1 weiterhin im Ziel. Ich hätte die 1 auch weiterhin im Ziel, ebenso 2 und 3. 1 kann jetzt ausgeschaltet werden. Der Lieutenant ist weg. Erledigt. Irgendwo müsste er sich in ein Gebäude verzogen haben. Negativ, sehe ihn wieder. Ja, er telefoniert wieder da unter dem Gerüst. Okay, Frage, Anfrage für... Noch könntest Angriff. Du ihn greifen, wenn möglich. Okay. Aber ich glaube, er schaut jetzt zu dir hin. Er hat dich bemerkt. Negativ, ich glaube, er war nur verschreckt. Tango am Boden. Ja, er hat auch noch nichts weiter durchgegeben und er sieht auch nicht aus, als ob er fliehen möchte. Ich finde mich allerdings in einer prekären Situation. Er flieht. Achtung! Ja, sie sind aufgeschreckt worden. Ah, ist ausgeschalten. Die Reifen sind zerschossen. Ich kann ihn ergreifen. Ja. Okay, ich hab ihn. Geh weg von dem Auto. Ja. Das explodiert durch. Okay, die Tangos sind alle eliminiert. Ja, okay, dann beginne ich Verhör. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ich komm dann mal runter. Eins nähert sich. Reißleine ziehen! Okay, ich habe Informationen vom Lieutenant bekommen. Eins ist ausgeschaltet. Da nähert sich ein Wagen. Ja, positiv. Das war jetzt uncool und ich habe meine Position verlassen. Ausgeschalten. Okay. Sehr gut. Kann gerade nicht weiter schauen. Wenn wir soweit fertig sind, dann zurück zu dem... Oh, ich habe eine Waffenkiste gefunden, bei dem Helikopter. Bei dem Helikopter? Die Drohne ist unterwegs. Waffenkiste entdeckt. Ah, kann ich gebrauchen. Verstanden. Kehre zum Helikopter zurück. Okay. Also, wir haben noch... Bergsteigen ist scheiße. Wir haben noch weitere Aufklärungsdaten hier. Okay, suche ich. Die müssten sich vorne bei dem gemauerten Gebäude befinden. Wobei, nee, vielleicht auch im Zelt auf der anderen Seite. Dieses Gebäude mit dem schrägen Dach, was neben dem Zelt steht, davor unter so einem... provisorischen Stand. Ja, genau. Positiv, hier sind Unterlagen. So, Helikopter ist startbereit. Nicht solides, aber ich habe gut, wir sammeln uns beim Helikopter. Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt für das Kartell in Pilca in einer Mine. Irgendwie gibt es böses Blut zwischen den beiden. Also vielleicht verrät er den DJ. Nicht, was sie wollen. Die machen keine Million Dollar pro Monat oder liefern weltweit Produkte auf. Ist das unser Heli? Ja. Also es gibt nur diesen einen hier. Oh, ich glaube, Enno ist hoch zu dem anderen Heli. Ja. Dann komm ich runter. Kannst du uns runterkommen, genau. Ihr habt den geilsten Stunt der Welt früher gesehen, wie ich von da oben runtergesprungen bin. Das war mega cool. Scharfschützer, hast du schon die Ausrüstungskiste mitgenommen? Pfff.
Popitz-Technologie hier. Gut. Ich mach hier einen auf Bergziege. Ich bin gelandet. Bin hier nochmal so leer um die Felsen drunter. Hauptsache dir geht's gut. Ja. Ja, ich habe meine Ausrüstung, meine medizinische Ausrüstung auf Knochenfrakturen. Okay. Enno, hast du die Kiste hier mitgenommen? Nee, noch nicht. Kann ja nicht schauen. Was war das für eine Explosion? Okay. Nö, nee, stimmt, das war nur das Taxi. Ich hab Beweise vernichtet. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen einmal Richtung Westen. Okay, dann aber noch kurze Aufmerksamkeit in die Schriftzüge vor uns im Berg. Santa Muerte. Bienvenidos, todos, Iglesia de la Santa Muerte. Wir fliegen einmal so ein bisschen links von der großen Kathedrale. Möchte bemerken, dass wir uns jetzt in Mailand befinden. Ah, wo ist Flugabwehr? Okay, schnell runter. Auf 2 Uhr. Da so ein bisschen links von uns ist ein Backsteinhaus, das müsste das sein. Positiv, auf 10 Uhr ist Aufflugabwehr. Schon gesehen. Einmal ein bisschen drehen. Und jetzt ruhig halten. Ja, fast. Oh Gott, wie viel hält das Ding denn aus? Wir könnten auch niedrig fliegen. Vielleicht hier dieser Ölpipeline unten entlang ein bisschen. Na, ich kann das Ding nicht zerstören, es ist zu widerstandsfähig. Es dürfte uns doch eigentlich nicht treffen, wenn wir so ein bisschen unterhalb davon lang fliegen, oder? Eigentlich nicht. Welche Richtung? Geradeaus. Da müsstest du so ein Backsteinhaus und ein paar Ruinen sehen. Mit dem Kran? Ja. Positiv. Empfehle wieder den Scharfschützen auf den Kran abzusetzen. Ja, das wird schwierig mit den... Mit der Flugabwehr. Der Flugabwehr. Wir können es gerne versuchen, aber... Vorschlag hier zwischen den Bergen. Ja, aber dann ein bisschen höher. Hier oben, das ist ein paar Felsen. Ja, genau, hier. Genau, das hatte ich auch gedacht. Au. Ich brauche nachher eine Salve für einen verstauchten Knöchel. Habe ich dabei. Alles klar. So, wo wollen wir uns... Ich würde genau, hinter hier dem oder unten an der Straße. Dann wollte ich mal sagen, lieber unten an der Straße, hier ist das Gelände zu steil. Ja. Okay. Ja, hier. Moment, ich verschaffe mir kurz einen Überblick. Vorne im Flachbau ist einer. Kann Sichtkontakt? Nur Sichtkontakt auf die Beine, jetzt auf den Oberkörper. Hier haben wir einen schwer bewaffneten, die sind zwei. Ich könnte versuchen, die 1 auszuschalten. Dann ausschalten. Ja, erfolgreich. Na gut, wir haben wieder einen Lieutenant, der befindet sich gerade im Zelt. Negativ, sehr kein Zelt. Habe Nummer 2 im Visier. Positiv. Nummer 2 könnt ihr ausschalten. Oh. Abschuss bestätigt. Gut. Wer auch immer ihn gehittet hat, ich weiß es glaube ich nicht. Das war ich. Da macht sich ein gemütlich auf der Plane. Der Lieutenant, ist das der mit der schwarzen Weste, den braunen Stiefeln? Ja, der gerade Richtung... Gabelstapler. Ja, genau. Und okay. Richtung Auto und so weiter läuft. Das ist unser Ziel zum Verhören. Außer ihm sehe ich bis jetzt noch niemanden weiter. Außer Zivilisten. Ja. Okay, ich begebe mich in die Nähe des Lieutenants. Okay.
Ne, ich sehe niemanden weiter. Keine Feinde mehr da unten? Keine, die ich sehen kann. Ja, befindet sobald ihr den Lieutenant habt, würde ich gerne einen Versuch starten. Ich weiß nicht, ob das gut geht, von daher bitte sagt mir Bescheid. Moment, ich befinde mich jetzt sehr nah beim Lieutenant, kann jemand noch nicht ergreifen. Ich würde gerne den bestehenden okay, ich hab ihn. Okay. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Wir haben kurz die Befragung. Mhm. Was machst du das? Ich guck mal, wie weit meine Granaten fliegen können. Ich sehe Vorräte, die markiere ich erstmal. Ja. Er hat mit uns geredet. Okay. Hier ist eine Waffen. Dingsda-Kiste. Erweiterungskiste. Nett. Ja, wir können uns auch alle in das Lager begeben. Wo genau? Bei dem LKW, wo der Lieutenant liegt. Positiv, wenn du auf mich zuläufst, wirst du es sehen. Also die Reichweite meiner Granaten ist doch extrem von meinem Sturmgewehr, aber ich komme leider nicht an die Flugabwehr dran. Es fehlen ungefähr 10 Meter. Oh, hier ist Lebensmittelversorgung. Hinten, da wo du drin bist, wann war da, müssten sich auch noch weitere Informationen befinden. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Ja. Okay. Sind Fotos gemacht worden. Für den Bau einer Tonkabine gefunden. Sicher für Pericos Radiosender. Sehen wir uns die Adresse einmal an. Okay. Hinterm Zelt ist Munition. Hinterm Zelt ist Munition. Mhm. Das wäre gut. Irgendwas ist ja explodiert wieder. Das müsste Reaper sein, oder? Nein, das war ich. Also nicht in unmittelbarer Umgebung. Oh, keine Granaten. Scheiße. Munition, wo war die? Hinterm Zelt, beim Heli. Versuche immer noch krampfhaft dieses blöde Luftabwehrgeschütz da wegzuzappen. Aber es ist doch echt schwierig mit einem Granatwerfer zu zielen. Du bräuchtest einen lasergesteuerten Raketenwerfer. Das wäre schön, ja. Unhandlich. Das war zu hoch. Ja, wo ist unser Sanitäter? Ich befinde mich in der Basis beim Eingang. Ja. Aber wir waren doch nicht. In unserer Blickrichtung, beziehungsweise jetzt rechts von uns über den Berg rüber, befindet sich die Hauptstadt von diesem Gebiet. Dort können wir das Zuhause von dem DJ Perico einmal untersuchen. Oh, wir müssen weiter nach von einem DJ? Rechts. Viel weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Ja. Oh, ist das ja ein Tagebau oder so? Ja. Noch weiter nach rechts? Schwierig hier mit den Bergen. Aber da müssten wir geradeaus schon die Häuser sehen. Positiv. Ja. Das müsste ziemlich zu Beginn hier rechts vorne sein. Deswegen, vielleicht sollten wir von hier aus laufen. Wenn rechts von uns der Straße entlang ist noch ein kleiner Unterstand. Ja, wenn du mich hier absetzt, kann ich mir den holen. So, der ist leer, okay. Ich Achtung, glaube, das ist ein guter Ausstiegspunkt. Hier sollten wir auch los starten, weil da vorne befindet sich jemand im Turm. Okay. Vorsicht! Ja, vor uns ist einer.
Starte Drohne. Sehe noch ein Ziel. Das macht drei. Hab ihn. Unten bei der... Ja, bei der Bühne, bei dem Konzert, befinden sich zwei Tangos. So, die zwei Leute im Turm sind down? Ja, genau, bei der 1. Was ist mit der 1? Das sind zwei Tangos, die wir erledigen sollten. Keine Schussmöglichkeit gerade. Hätte die könnte zwei im Visier. Beide erledigen. Ich hab die 1. Okay, macht's unter euch aus. Okay, dann mache ich die 2. Okay, dann Feuer. Tango am Boden. Okay, wie sieht's mit der 3 und der 4 aus? Die sind noch hinterm Zelt. Die machen Party, okay. Also wir müssen hier vorne, wenn wir der Straße folgen, runter. Dort befindet sich eine große Villa bzw. ein Anwesen. Das macht 3. Das ist das Haus von dem DJ Perico. Da sind einige Fans vor der Tür. Ich zähle mindestens 10. Und direkt dabei sind zwei Wachen. Und ein schwer bewaffneter Soldat, der um das Haus patrouilliert. Ich hätte gerne eine Markierung, welches jetzt die Villa sein soll. Siehst du 1 und 2? Also bräuchten wir uns hinter uns. Wenn du auf die Türme schaust, dann noch weiter rechts. Ja. Gott, und ich guck die ganze Zeit vorne in die Stadt rein. Ja, ich war auch gerade bei 3 und 4 noch. Das Konzert ist vorbei, Leute. Also. Aber sie jubeln mit zu. Im Innenhof sehe ich noch einen Tango. Ja. Die 3 ist schwer bewaffnet. Okay, kein freies Schussfeld auf. Alle 3. Gehe über das Tal rein. 3 ist gleich tot. 3 ist down. Wanwa, geh nicht alleine rein. Ja, ich möchte auch nicht rein. Ich könnte die 1 neutralisieren. Ich weiß nicht, ob da nicht Panik ausbricht. Sind das Zivilisten bei? Ne, die 1 ist in Ordnung. Beziehungsweise, ja. Hab ein. Benötige die 2 ist halt kritisch. Eure Position gerade. Ich bin hier auf einem Felsen, der sieht genauso aus wie ich. Auf der Straße befinden sich weitere 2 Gegner. Scharfschütze, könntest du bitte einmal in die Luft gerade schießen? Du bitte was? Einmal in die Luft bitte schießen. Ah ja, okay, ich hab deine Position. Die von unserem Commander auch. Nur von Enno nicht. Der Enno ist rechts neben mir. Okay. Habe 2 und. Wie ist deine Position? Ich befinde mich unterhalb von unserem Scharfschützen. Habe 1 und 3 im Visier. 1. Okay, wenn du 1 neutralisieren kannst, kann ich 3. Ist die gerade überfahren worden? Ich könnte 3 aufschalten. Ist die Frage, ob das zu auffällig ist auf der Schau. Das hat sich dann damit auch schon mal erledigt. Okay, ist die Frage. Bei der 1 befindet sich ein Lieutenant. Okay. Brauchen wir den? Theoretisch ja, aber der Auftrag ist wichtiger. Also ich glaube, die 1 wird auch gleich wieder über den Haufen gefahren, wenn hier einer herfährt. Wollen wir erstmal abboarden? Okay, 2 und 3 entfernen sich von dem Haus. Ja, habt ihr jetzt auch im Sicht. So, da kommt jetzt das Auto, was uns die 1 neutralisiert. Na, hoffentlich. Ja, naja, steht noch da. Da kommt eine heiße Chica angedackelt. Vielleicht verdreht die ihm ja den Kopf. Oh. Das scheint so. Ganz gesteuerter Kerl. Das ist jetzt perfekt. Ich komme nicht mehr weit genug runter. Ich kann ihn ausschalten. Dann machst du. Eindrücklich. Okay. 2 und 3 sind wieder zurückgekehrt ins Haus. Was ist mit der 4? Patrouilliert die Straße immer noch runter zu. Okay. 4 kann ausgeschaltet werden. Okay. Nein, ich sehe sie nicht, die ist viel zu weit weg. Okay, jetzt ausgeschalten. Okay. Enno, willst du runter zu Vanwa und ihn unterstützen? Verstanden. Bin unterwegs. Passt mit der 3 auf, bitte. Also Sicht auf die 3. Ist sie im Haus? Kann ich nicht einsehen. Vanwa, war mit Enno. Ziel Nummer 2,
Irgendwie funkt da was. Ja, es war alles wahrscheinlich die 3, die die Leiche vorne gesehen hat. Okay. Ja, aber die sind ja potenziell überfahren worden. Nee, im Haus. Im Haus lag eine Leiche, auf dem hinteren Balustraden lag eine Leiche, die ich da fallen gelassen habe. Ich höre vom Kontakt. Ich könnte der 2 die Kugel in den Kopf jagen. Ich auch. Du lieber, du hast die genauere Waffe. Bei der Menge an Zivilisten aber fraglich. Oh. Passt nur auf, dass ihr niemanden trefft. Ich denke, die Zivilisten können es verkraften. Er hat keinen Kopf mehr. Oh, ich werde von irgendwas umsehen. Das Haus ist soweit sicher. Aber ich habe irgendwo gerade noch jemanden gesehen. Ein Tango im Turm gegenüber der Villa. Gegenüber der Villa, wo meinst du? Ist schon ausgeschalten. Der ist weggekümmert. Okay, die 1 könnte euch noch sehen, wenn ihr vorne reingeht. 1 ist in diesem kleinen Bunker. Ist ausgeschaltet worden. Okay, ich habe jetzt Blick auf den Eingang vom Gebäude. Von der Villa. Okay. Du und Enno, ihr trefft euch am Eingang. Okay. Unten. 1 müsst ihr zwei euch merken, eure Ärsche gehören mir. Commander, wir haben hier. Wo? Hinter uns Unidad. Oh Gott. So, befinde mich am Eingang. Die haben sich nicht für uns interessiert, also. Doch, haben sie. Sie sind direkt bei uns stehen geblieben und wollten auf mich schießen. Ja, ich muss gerade den Weg zum. Da. Begebe mich in Deckung in dem Gebäude. Oh, Helikopter, ich werde gesehen. Bin im Gebäude. Perico ist nicht da. Ich hoffe, ich wurde nicht gesehen. Das Tango ist nicht hier im Gebäude. Ihr durchsucht weiter das Gebäude. Reaper und ich müssen den Berg erstmal runterkommen, damit wir Unidad nicht weiter mit uns behelligen. Was müssen wir in dem Gebäude finden? Habe ich schon. Okay. So eine Information über den DJ Perico. Wir haben Pläne gehabt. Okay. Antenne. Falls Perico diese Hubschrauber benutzt, hilft nicht zu machen. Trotzdem Position verändern. Bin schon dabei, bin jetzt in unten in der Villa. Positiv. Ich befinde mich jetzt wieder am Eingang. Okay, einmal das Gebäude, das direkt gegenüber von der Villa ist, da sammeln. Oh, irgendwo werden wir gesehen. Ja, irgendwie. Oh, ich darf nicht auf die Straße gehen, sonst werde ich gesehen. Erst die Straße ist sauber. Okay, deine Position, Nabo. Am Sammelpunkt. Ja. Ich habe gerade ein paar optische Störungen. Ah, ich befinde mich bei euch. In diesem Gebäude müsste sich ein Orden befinden. Orden? Ah, hier oben. Ich sehe ihn im Steckregal. Das ist anscheinend ein guter Orden für mich. Geber sind doch nichts wert, das ist wie das Bundesverdienstkreuz. Rechts von dir. Oh, noch ein bisschen mehr Plastik. Daraus mache ich mir wieder eine schöne kleine Kugel mit einem Namen drauf. Okay, wie ist die aktuelle Lage? Halt mal kurz das Radio aus. Danke. Also. Er ist erledigt. Okay. Wir sollten zusehen, dass wir unsere Position wechseln. Ja. Unsere Position verändern. Über die Straße. Ja, den nehmen wir. Okay. Mir nach.
Wann war andere Richtung? Ja. Oh Gott, ich wurde überfahren. Okay. Ich hol ihn. Okay, mach das. Danke. Ach, Gottes Willen. ich folge dir, ich weiß nicht, wo wir uns sammeln. Lass mir hier durch und stell dich nicht um die Kugel. Ja. Ah, hier, okay. Bisschen hoch. Ich komm da nicht dran. So, jetzt? Ja. Welche Richtung? Erstmal hoch, hoch, hoch. Wir werden beschossen. Dann nach rechts. Scharf nach rechts. Noch ein Stück. Unsere Speicherkarten werden aber langsam wieder voll. Okay, dann würde ich mal kurz hier auf der Bergspitze landen. Okay. Und so. Und dann hoffe ich, hat euch diese Folge gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, lasst ein Like und Kommentar. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.